Herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest Heroes mit seinem Gewicht zu meiner Menschheit. Und in dem Sinne lassen wir das Abenteuer beginnen. Wir sind in Concordia angekommen, wie ihr gerade seht. Da vorne ist der nette Vincent, der was mit uns besprechen will. Aber hinten sehen wir auch einen Herr. So trifft man sich wieder. Du kommst genau richtig. Ich habe Ideen für neue Waffen, aber nicht die Werkzeuge, um sie umzusetzen. Wenn ich die richtigen Werkzeuge hätte, könnte ich dem Schmied zeigen, wie man Waffen herstellt. Kannst du mir helfen? Ich habe eine Liste der Dinge, die ich brauche, bei der Missionsmaklerin hinterlegt. Wenn du mir hilfst, wirst du es nicht bereuen. Gut, ich mache mich dann wieder auf den Weg. Etwas Bewegung an der frischen Luft lässt die kreativen Säfte fließen. Bis dann. Okay. Wo ist die Maklerin jetzt? Oh, wir haben neue Waffen. Haben wir schon. Die kann ich noch ausrüsten. Die hat er schon. Hab ich gehen? Ich überlege, ob ich den großen rausnehme oder für den kleinen reinnehme. Nee, warte mal. Die Maklerin war doch genau hier, war die Maklerin. Mission annehmen. Hammer und Zange 1. Ich bräuchte noch den Stein. Frisches Wasser habe ich. Ich brauche noch irgendeinen Stein. Als wenn ich am Fettchen und Feinen brauche, könnt ihr mir helfen. In der Oase der segenden Sande und im Niemandsland findet sich. In Niemandsland und Oase der segenden Sande. Teleportation. Segende Sande und da ist die Oase. Wir teleportieren uns mal zu der Oase. Weil ich hätte schon gern erstens die Mission abgeschlossen, zweitens, dass er besseres Werkzeug macht für bessere Waffen. Bessere Waffen ist gleichzeitig auch stärker. So, das Problem ist, ich brauche den scheiß Stein. Das nächste Problem, was ich habe, ich weiß nicht, wo ich den Stein herkriege. Damn, Digga! Du wirst mich verarschen, Alter. Kann das sein? Du willst mich verarschen. Der macht Instant One-Hits. Na lecco mio! Sheesh, Digga! Okay. Da habe ich aber eine Packung gekriegt, du alter Schwede! Alter, was bist denn du für ein Kleiner? Bist du der Banker? Okay, seid ihr nicht so gemein zu mir.
war doch der Typ, der eine Mission abgeliefert hat. Ich würde gerne die Alte reinnehmen, mein Team. Den. Den. Und die. So, gehen wir wieder zu den Typen. Wir versprechen. Okay. Ha! Lernen, zack. Nice. Hast du noch was für mich, Keule? Oh, schade. Talente zum nicht kennen zu passen. Komplett brauche ich nicht. So, wir haben uns aber zack, mega geil, zick und zack, nice. Ist das mit dem Eis? Mit dem Eis sein oder nehme ich das, wo er dann hochgeht und dann eine Schockwelle macht? Das ist echt eine gute Frage. Für die Multi-Hieb würde ich mir gerne aufheben. Ich nehme die Frostträne. Fontäne. Luftikus, eine Magiebälle. Das klingt doch nach Spaß, Alter. Einer der Hieb rein, an der Fälle, der raus. Feigen Hieb nimm rein. Das klingt dann noch Spaß. So, was ist mit dem hier? Ah, du hast noch die hier, okay. Tut mir leid, dass jetzt noch etwas dauert. Wir müssen ja noch. Vorbereitung ist das A und O. Wahrscheinlich was mit 5. So, das. Und Angriff. Nice. Gutes Mädchen. So, reden wir mal mit Vincent. Warte mal, nee. Okay. Warum er das jetzt geleckt hat? So, meine Freunde, jetzt geht's los. Vincent, wo bist du, mein Freund? Wo ist denn der jetzt hin? Ach, hier drüben ist der. Ich
Scheiße, ich wollte nicht wegdrücken. Nein, ich wollte nicht wegdrücken. Ich drücke jetzt nicht an. Es ist also soweit. Der Hochkönig entscheidet über den Wahrheitsgehalt ihrer Geschichte. Ja, und vergesst nicht, dass er auch unsere Version hören möchte. Aber es wird noch ein Weilchen dauern, bis sie uns empfangen können. Warum sieht ihr euch nicht so lange die Stadt an? Seid begrüßt, gegrüßt, tapfere Krieger. Es ist meine Pflicht, jene zu entlohnen, die das Reich im Kampf gegen bösartige Monster unterstützen. Die Belohnung erfolgt in Form einer Geldmünze. Diese werden ausgezahlt, wenn ihr bei der Bekämpfung einer Monsterart gewisse Quoten erreicht und alle Quoten für ein bestimmtes Monster erfüllt wurde, erhaltet ihr eine prächtige Mini-Medaille. Jetzt dann gute Jagd. Oha. Raphael erhält 7100 Goldmünzen. Eine prächtige Bilanz bei der Monsterbekämpfung sieht wie folgt aus. Die schockierenden Monster müssen bekämpft werden. Das Reich zählt dabei auf euch. Okay. Sag mal, Jüngchen, du hast nicht zufällig was von dem guten Zweck. Du weißt schon, die Mini-Medaillen. Ach komm schon, stell dich nicht so an, stell dich nicht so dumm an, du weißt genau, was ich meine. Die schicken kleinen Glitzerdinger, die du an den dümmsten Orten versteckt wird. Hör zu, warum bringst du mir nicht einfach die Mini-Medaillen und ich sorge dafür, dass es dir für dich lohnt, hm? Ich habe da ein paar ganz feine Sachen, die für tatkräftigen Draufgänger mit Geschäftssinn wie geschaffen wären. Kapische? Warum schaust du nicht mal die Liste mit den Sachen durch, die ich im Angebot habe? Du bereust es bestimmt nicht. Versprochen, also dann kommen wir mal zur Sache. Willkommen bei El Schnapplon, Jüngchen. Also hast du jetzt ein paar Mini-Medaillen für mich oder nicht? Also ich hätte da Folgendes. Alter Schwede, 40 plus. Leck mich am Arsch. Was? 100? Digga. Wisst ihr, warum ich das Team gekauft habe für 3 Goldmünzen? Genau dafür. Aber du hast die Mission doch geschafft. Was hast du davon jetzt? Gisch. Abgeschlossen. Nice. So, jetzt habe ich seine Mission geschafft. Konnichiwa.
Okay, hier gibt es Hausgeschäfte. Kleine rennt rum. Hast du jetzt neue Sachen für mich, Digga? Ja, der hat echt neue Sachen für mich. Geil. Kaufen bitte. Yeah. So kriegst du ein neues Schwert, mein Freund. Geil. So. Du kriegst halt. Ah, bist schon zu wenig Gold. Fuck. Schade. Na gut, muss sammeln. Ah, wunderbar. Drüben im Tunnel sind sie jetzt bereit, uns zu anzuhören. Wollen wir da mal hin? Die Kühne wartet schon eine Weile. Okay. Naruhodo. Tsumari kouyu koto ja na? Sonata no moto ni Monstarea chihou kara kita toyu kokui no yogensha ga arawareta. Sono mono ga Jai Waru to Orenka ga tatakai, nochi ni te o tazusaete クレティアを滅ぼすだろうと予言したと。その国威の預言者についての噂は、わしの耳にも届いておる。そなたの話は真実じゃろうが。当初は私もそのような予言を信じてはおりませんでした。 ですが、その後次々と予言が現実のものとなり、以来両国の動きを警戒するようになったのです。なるほど。だけどクレティア城に予言をしたやつはどうしてジャイワールとオレンカが戦うことになるって分かったんだろうな。もしかするとその人物の話は予言ではなく予定だったんじゃないか。自分が話した通りになるように 何か仕組んだのかもしれない。何をどう仕組んだのかは分からぬが、そやつがオレンカとジャイワールを争わせ、さらにクレティアまでも巻き込もうとしたのは間違いないじゃろう。でも一体何のために？分からん。ただ、 その預言者とやらは父を殺したやつのことを知っているかのせいがある。<笑>むしろそいつがやったのかもしれんな。セザール、早合点してはいかんぞ。まだわからぬことが多いのじゃからな。いずれにせよ我らはその預言者を急ぎ探し出さねばなりませんね。うん、ではオルネーゼよ、 そなたは仲間と共にモンスタレア地方へ向かえ。モンスタレアの三国、モーリアス、ヘルノーク、ダラル、それぞれの王にまみえ、その預言者を探し出すのじゃ。はっ。失礼いたします。どうした？何か起きたのか？はっ。 たった今知らせが入りました。ダラルの軍が隣接するモーリアス、フェルノーク両国を急襲。何？一夜にして制圧したとのことです。どういうことだ？一体この世界で何が起こってるっていうの？ Liebe Güte, vom Regen in die Traufe, was? Nicht zu fassen, dass Al-Qassam tatsächlich Krararat und Katawa angreifen sollte.
Was geht in dem wilden Reich nur vor? Eins nach dem anderen. Nicht jeder von uns kennt all diese albernen Namen. Was sind zum Beispiel die wilden Reiche? Die wilden Reiche sind drei Königreiche nördlich von Concordia, Al-Khazam, Kra-Ra-Rat und Katawa. Die Lebensbedingungen sind dort zu unwirtlich für Menschen. Daher sind diese Lande ausschließlich von Monstern bevölkert. Nichts als Monster da drüben. Klingt nach einer ziemlich grauen Gegend, wenn ihr mich fragt. Nun, so schlimm ist es auch wieder nicht. Die Könige der wilden Reiche sind weise und reich. Und gerecht. Und eigentlich ist es dort meist friedlich. Aber wenn wir sollten dem Wunsch seiner Erhabenheit Folgen leisten und dorthin reisen. Wir müssen wissen, was dort los ist. Alles klar, ich brenne schon auf das nächste Abenteuer. Auf geht's, Leute. Bitch. Ich drück. Also ich bin wahrscheinlich schon weggetappt. Kipp, das bin ich. Halt! Die Karten sagen, dass uns eine furchtbare Schlacht erwartet. Wir müssen uns gründlich vorbereiten, bevor wir aufbrechen. Also gut, dann nehmen wir uns die nötige Zeit, treffen wir uns am nördlichen Tor, wenn alles bereit ist. Moment, es gibt da etwas, das ich euch sagen möchte. Durch meine Hand werdet ihr fälschlicherweise beschuldigt und eingesperrt. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich hoffe, dass ihr diese Unrecht hiermit zumindest teilweise wieder gut machen kann. Konzentrationskristall, okay. Boah! Das war ja, als würde ein Blitz durch mich schießen. Ich fühle mich voller Feuereifer. Ich auch. Was ist das für ein Ding? Euer Konzentrationskristall erbündet das Feuer in euch und lässt eure Konzentration in der Höhe schießen. Dadurch eröffnen sich euch neue und größere Talente. Möge er euch auf den vor euch liegenden Weg helfen. Boah, danke, Euer Majestät. Ja, vielen Dank. Wir werden das Beste daraus machen. Gut, das Tor zwischen den Lichterheit und Aria ist wieder offen. Es besteht keinen Grund mehr für weitere Misstrauen. Ich wünsche euch nun eine sichere Reise und viel Erfolg in den wilden Reichen. Bitch. Achso, ich kann gar nicht springen so. Sind wir behindert? Der Himmel sei Dank, dass wir das Missverständnis aufklären konnten. Ich fürchte aber immer noch, dass ein Krieg ausbricht. Wegen der Prophezeiung, meinst du? Wie kann das eigentlich zu dem letzten Krieg? Das vor tausenden Jahren. Es begann alles mit den Brüdern, die damals über unsere Welt herrschten. Deswegen reden auch vom Krieg der Zwillinge. Die Zwillingsherrscher aus der Prophezeiung. Ganz genau, Malek und Benik. Sie herrschten viele Jahre lang einträchtig über die Welt. Leider erlag Malek den Versuchungen der dunklen Künste und strebte schließlich danach, allein über die Welt zu herrschen. Er verfluchte den Kelch der Könige
aus dem das Licht der Harmonie strömte, so dass stattdessen die Schwärze in ihm brodelte. Und so verbreitete ihn Dunkelheit. Und so verbreitete seine dunkle Einfluss Arglist und Misstrauen. Und auf der ganzen Welt brachen Konflikte und Kriege aus. Yep, Benek opferte sich, um Malek und seine Verderbnis zu bannen. Sieben Weise übernahmen die Herrschaft und bilden die sieben Reiche. Und nun ist die Zukunft dieser sieben Reiche erneut vom Krieg bedroht. Genauso wie es vor tausenden Jahren war. Dann müssen wir tun, was in unserer Macht steht, damit nicht an einen Punkt gelangen, dass wir nicht an einen Punkt gelangen, an dem es kein Zurück mehr gibt. Ich überlasse das nur uns. Wir finden die Wurzel des Übels in den wilden Reichen. Und wenn es da das Letzte ist, was wir tun. So, abspeichern. So, ich würde sagen, wir müssen in den Reich der sieben, also ins wilde. Wir müssen in das Gebiet der wilden Reiche, beziehungsweise der wilden Reichen. Nein, ich würde abspeichern, du Typ. Also jetzt ist die Frage, meint die Reichen wie Reich oder meint die Reichen wie Gebiete? Wahrscheinlich eine Doppeldeutigkeit. So, im nächsten Part gehen wir. Da hinten gehen wir raus im nächsten Part. In dem Sinne, wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht es sinnvoll, bis zum nächsten Part von Dragon vs. Furious 2. Mit seinem Kippikasten natürlich meine Wenigkeit. In dem Sinne, see ya.